Meine Lieben, seid gegrüßt in dieser Nacht bei Seelebewusstsein bei mir. Mal wieder eine Nachtausgabe von mir. Wie fange ich denn an am besten? Ich habe sehr, sehr lange geschlafen, bin aber auch erst heute früh um 7, beziehungsweise haben wir ja schon wieder Dienstagmorgen, ja, in der Nacht. Also Montagmorgen um 7, ja, bin ich erst ins Bett gekommen, obwohl ich eigentlich schon um 1 ins Bett wollte. Da gab es Komplikationen, ja, zu denen wir noch kommen. Ihr wisst ja, ich hatte ja die letzten Tage nicht sehr viel geschlafen. Ja, und nun war es dann wirklich soweit, ja, dass ich 10 Stunden durchgeschlafen habe. Ja, 10 Stunden durch. Ja, also mega geil. Bin dann also dementsprechend auch erst am späten Nachmittag aufgestanden. Heute mal wieder eine Nachtausgabe. Kurz zu den E-Mails. Ja, ich habe E-Mails erhalten von David, von Helena, von meiner Manu, die aus ihrem Urlaub zurückgekehrt ist. Manu, liebe, liebe Grüße. Und auch Moni hat mir wieder eine Sprachnachricht gesendet. Liebe Moni, die Dankbarkeit geht in erster Linie an dich selbst. Ja? Bedanke dich jeden Tag bei dir selbst für alles, was du bist, für alles, was du hast. Wir sind in Verbindung miteinander, das weißt du. Wir sind Freunde, wir sind Seelen auf unseren Erfahrungswegen, auf unseren Entwicklungswegen. Und ich habe immer beide Ohren für dich und vor allen Dingen mein Herz für dich. Ja? Und wir Seelen, wir sind alle eins, ja? Wir kommen aus einer Urquelle. Und es geht um das Miteinander und nicht um das Gegeneinander. Immer miteinander. Ja? Die Unterstützung, die Impulse, der Austausch, ja? Uns zu unterstützen, weiterzukommen, ja? Die Bewusstseinserweiterung, ja? Die Stufen der Treppe, ja? So gesehen nach oben weiterzugehen. Ja? Und wenn da mal einer ist, der mal 2, 3 Schritte wieder zurück macht. Naja, dann kann man warten. Ja. Und ich kann warten. Ja, ich habe ewig Geduld. Ja, ist für mich kein Problem. Ja, Probleme sind im Endeffekt auch inexistent. Und wenn sie da sind, ja, dann dienen sie der Erkenntnis. Ja. Der Erkenntnis hier halt, Moment mal, ich bin falsch abgebogen. Ja. Bin hier auf einmal auf so einem schmalen Pfad. Was mache ich denn hier? Aber der schmale Pfad führt wieder auf den Weg zurück. Ja? Ganz klar, wo sollte er sonst hinführen? Ja? Und das für alle sehen. Ja? Für alle. Helena, meine Liebe, schön, dass du dich bei mir gemeldet hast. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und der David, ja, der David, meine lieben Seelengötter dort draußen, der David, ja. Der hat nach dem Meditame recherchiert, ja? Woher denn original dieser Track kommt. Und er hat ihn gefunden. Und der originale Track, Moment mal. Jetzt wird das hier doch ein bisschen laut. Der originale Track, ich werde ihn unter dieses Video in die Beschreibung hineinstellen, ja? Den Link dazu auf YouTube. Dass ihr ihn von mir aus gleich dorthin kommt und ihn findet. Der originale Track, ich habe es mir aufgeschrieben, ist von Noah Romana und Dear Sky und heißt da See Your Son. Ja, bis bald. Und es ist der Matthias Schilano Intro Mix. Ja, damit ihr das schon mal wisst. Ich werde den Track verlinken, ja, das Original. Dass ihr euch das da auch nochmal anhören könnt, ja, von mir aus. Ja, wenn wir jetzt schon den originalen Track haben, dann ist das doch umso schöner. Ja? Wunderbar. Ja, schön. Ja, Manu, an dich auch noch ein paar schöne Grüße, meine Liebe. Schön, dass du wieder da bist, mir geschrieben hast. Ja, super. Du weißt, unser Johnny, ja, unser Bubble Man, ja, ist ein wunderbarer Künstler und
Ja, er hat im Moment sehr viel zu tun, aber es ist seine Berufung und von dem her ja, ist das alles mit Spaß und Freude verbunden. Ja. Ja, wie gesagt, ich 10 Stunden geschlafen hier am Stück. Ja, es war auch irgendwie nötig. Ja. Somit habe ich jetzt mehr oder weniger das alles wieder reingeholt, ja, kann man so sagen. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Gestern in der Sonne habe ich mir ein wenig die Nase und ein bisschen die Stirn leicht, aber nur leicht verbrannt oder es ist nachgebräunt, je nachdem. Ja. Meine Seele hat ja auch geballert, geknallt ohne Ende, ja, also es war richtig warm. Ja, war ein schöner Nachmittag. Ja, ja, wie gesagt, nochmal zu dem gestrigen Beitrag. Verzeiht mir die Windgeräusche, ja. Aber der Wind, ja, wie gesagt, ich bin ja ein Waage geboren, ne, ja, Waage, ja, das kardinale Zeichen der Luftzeichen. Und der Wind ist ja dementsprechend dann mein Element. Und wenn der sich da in dem Beitrag ja, mit zeigen möchte, ja. Dann lasse ich den das natürlich. Gell? Komischerweise, ich habe mir den Beitrag ja auch nun schon angesehen, kommt er immer dann so energisch auf, wenn ich gerade energisch bin. Oder er wurde gerade energisch und dann ich hinterher. Es war so ein Miteinander, ja? Wiederum ein Miteinander. Ja? Fand ich sehr, sehr schön. Fand ich klasse. Ich und der Wind, ja. Ich kann auch der Wind sein. Ja, ich kann alles sein, weil wir alles sind. Ja? Ganz klarer Fall. Ja, zur Zeit, ja, zu dieser Zeit, die inexistent ist, möchte ich auch noch mal ein paar Worte sagen. Und zwar, die Zeit ist ja eine Maßeinheit. Ja. Man misst ja was damit. Ja, so. Und deswegen ist die Zeit ja auch ein Ding, was man benutzen sollte. Ja. Menschen sollten geliebt werden, Dinge sollten benutzt werden. Ja. Dalai Lama, erinnert euch. Und so verhält es sich auch mit der Zeit. Wenn ich die Zeit brauche, ja, was weiß ich habe einen Termin, ja, oder ich will hier jetzt im Movie Maker wissen, wie lange der jetzt für die Umwandlung und Abspeicherung braucht, ja, dann benutze ich die Zeit, ja, um sie dann in Worten wiederum diese Maßeinheit auszudrücken, ja, um euch auch zum Beispiel mitzuteilen in einem Update, ey, ich habe hier 10 Stunden gebraucht, um hier 1 Stunde und 9 Minuten einen Beitrag umzuwandeln, ja, was geht denn da ab, zum Beispiel, ja, im Beispiel ist das, ja? Ja, dass der Mensch wieder die Zeit gebraucht und nicht die Zeit den Menschen gebraucht, benutzt, ja, dass wir der Zeit hinterher rennen, was, schon wieder um 7, ich muss los, ich muss, ja, dieses muss, ist auch so ein Ding, ja, dass uns, wieder von uns selbst her, ja, in der Sklaverei, in der modernen Versklavung auch hält. Ja. Wir kriegen es gar nicht mit. Ja. Auch das ist schon so unbewusst in uns drin. Ja. Ich muss dies noch machen, ich muss jenes, ich muss da noch hin, ich muss da noch hin und dort noch. Ja. Vielleicht sollten wir wieder mal anfangen mit ich kann, ich möchte, ich würde gern, ich will. Ja. Ich will kann man ja auch sagen, ja, der freie Wille, ja, ist ja auch kein Ding. So. Das noch so zur Zeit, ja, die definitiv inexistent ist und hier installiert wurde, ja, um euch in der 3D, in der Versklavung zu halten. Ja. Das ist so logisch nachzuvollziehen. Ja. Und deswegen lasst euch nicht von dieser Zeit benutzen, sondern benutzt die Zeit. Ja. Dinge werden benutzt, Menschen werden geliebt. So, das noch zur Zeit. Ich habe schon wieder andauernd einen Frosch im Hals, also es geht schon wieder rum. Cool. Ein anderes Ding. gestern Abend, beziehungsweise... Nein, Sonntagabend. Ja. Wir haben ja schon wieder Dienstagmorgen, ja, noch in der Nacht. Also Sonntagabend
Gegen 22.45 Uhr wollte ich dann den neuen Beitrag, ja, ihr wisst schon, Melly Connection, Abhängigkeit, ja, Angriffe, Aufklärungsberufung, auf YouTube einstellen. Und auf einmal begannen da die irren Netzkomplikationen, ja, Anomalien hoch und runter, ja. Dadurch wurde das dann auch so eine lange Nacht. Wie gesagt, ich wollte ja eigentlich um eins ins Bett, weil ich um eins fertig gewesen wäre, ja, das Ding hochzuladen. Laut der Zeit, die da, ich muss schon wieder darüber lachen, die da angegeben wurde, ja, weil das so aberwitzig ist, diese Zeit, die da eingeblendet haben. Komischerweise hat es dann auch wirklich so gedauert. Wie gesagt, der hat zweimal den Upload abgebrochen. Dann hat das ewig gedauert, ja, und so wurde dann eben frühs um 6 draus und bis ich dann im Bett war, war es um 7. Ja. Ich habe das aufgezeichnet, diese Netzanomalien, ja, habe einfach so mittendrin mal die Maximilian-Cam genommen und hier drauf gehalten und das möchte ich euch jetzt gerne zeigen, ja, wie das aussieht, was da los war in dieser Vollmondnacht, ja, und aha, jetzt ist das hier vorbei. Moment. Es war wieder klar. So. Und ihr guckt euch jetzt einfach mal kurz die Netzkomplikationen, ja, diese Anomalien an, was da ablief. Und wir sehen uns gleich wieder, meine Lieben. Ja, bis gleich und viel Spaß dabei. Ja, meine Lieben, ich mal kurz hier, Seelebewusstsein. Ich wollte euch mal hier was zeigen. Ich versuche seit gestern Abend hier ein Video hochzuladen. So, das Video geht, hier guckt, seht ihr das ja, was hier los ist. Ja, das Video geht ca. 43 Minuten. Ja. Und die wollen mich hier verarschen. Keine Ahnung, wo Melly Nelly ist. Hier steht 2 Stunden, 2 Minuten, jetzt wieder 1 Minute, jetzt wieder 2 Stunden. Passt auf, wahrscheinlich geht er gleich wieder hoch. Wie gesagt, seit gestern Abend so gegen 10:45, ja, 22:45 versuche ich hier dieses Ding hochzuladen. Ja, jetzt sind es wieder 2 Stunden. ja, 2 Stunden, 1 Minute. Ja, er spinnt hier völlig rum. Keine Ahnung, ich habe da mal gerade draußen geguckt, ja. An dem Himmel ist ja hier dieser Oktagon-Mond voll erleuchtet, ja. Ja, jetzt sind es wieder 2 Minuten. Oh, wieder eine. Das muss man gesehen haben, ja. Deswegen zeige ich euch das. Jetzt ist es mittlerweile 1.31 Uhr. Ja, und keine Ahnung, man will mir hier ans Haus pissen, ja, es ist definitiv klar. Dieses Video, was ich da jetzt gerade versuche hochzuladen, das hat es ein wenig in sich. Und ich weiß nicht, was hier los ist. Absolute Netzkomplikationen, ja, kann man einfach nur so sagen. Ja, jetzt ist er wieder auf 2 Stunden. Ja, er will mich. ja, Nelly lacht sich auch gerade im Hintergrund tot. Nein, nicht tot, aber krumm und schief. Weil das hier so witzig ist. Ja, guckt euch das an hier. Das ist echt cool. Das geht oberab. Ja. jetzt ist er wieder runtergegangen. Ja. Für 45 warte halt 43 Minuten will er mir hier erzählen, dass er 2 Stunden braucht, ja, anscheinend die dunklen Unwesen ihre Hand hier im Spiel, ja, und wissen nicht mehr, was sie machen sollen, ja.
und versuchen mich jetzt damit hier irgendwie zur Weißglut zu bringen. Aber da sind sie falsch geweckelt, ja. Ich bin die Ruhe selbst. Es ist einfach aberwitzig, ja. Alter, was hier abläuft, ja. Wo sind wir eigentlich? Moment. Da, wir sind bei 9%, ja. Und er will mir erzählen, dass er 2 Stunden für 43 Minuten Video braucht, ja, dass der Movie Maker wie immer auf MP4-Format umkreiert hat. Ja, jetzt ist es 56, super. Ja, 55, jetzt geht es auf einmal wieder schneller runter. Aber passt auf, ja, jetzt gehen die wieder hoch, habt ihr das gesehen? Ja, jetzt ist er wieder auf 56 hochgegangen. Ja, es ist echt aberwitzig, was hier abläuft. So, 57, habe wieder 1 Minute dazu gekriegt. Ah, 58. Ey Leute, ja, so allmählich scheint hier das Kartenhaus dieser kalten, herzlosen, ohne Seele Kreaturen hier zusammenzukrachen. Ja, er hat hier die volle Obermeise. Es ist mega schön. Ja, es ist ein Beitrag, der im Endeffekt eigentlich wie immer abläuft. Ja, ich bin halt ein wenig energisch in dem Beitrag und es sind natürlich wieder ein Haufen Wahrheiten drin. Wie immer. Ja, ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Ja, hier wartet. Hier vorne ist er jetzt auf 11% mittlerweile, ja. Ja, und die spinnen hier rum, die Römer, ja. Also volle Kanne, ja. Ja, man will mich ja definitiv ans Haus pissen, ja. Also diese Gefickten wollen mir hier ans Haus pissen. Ja, es ist wirklich lachhaft, ja. Aberwitzig lachhaft. Was hier abläuft, ja, obermega geil. Ja, bitte schaut euch das selber an, ja. Ich schaue mir das hier schon seit Stunden an, ja. Dann war ich, vorhin war ich schon bei 50% und dann hat er auf einmal abgebrochen, ja, und hat da reingeschrieben, im Server wäre ein Problem aufgetreten. Ja, die absoluten Netzanomalien, ja, mega krass, was hier geht. Ja, 1,55, ja, ist das jetzt hier 1,55? Oh, jetzt wieder 1,56, ja. Was soll das, ja? Fragt man sich. Es geht hier übelst zur Sache. Ja, ich war heute am Nachmittag draußen, nicht im Nordpark, sondern an einer anderen Stelle. Ja, es ist wieder ein Video, was ich draußen gemacht habe, was hier gerade hochgeladen werden soll. Verzeiht, aber ich muss darüber echt lachen. Ja, meine Seele feiert nur noch ab. Leute, echt, Leute, es ist aberwitzig, was hier abläuft in dieser Nacht, ja. Was wohl eine Vollmondnacht ist, ja, in dem Sinne, ja, die elektrische Ederplatte, ja, und dieses Konstrukt da oben muss wohl damit zu tun haben, ja, sagt mir meine Intuition. Oh, jetzt ist er wieder hochgegangen. Erst war 1,54, jetzt wieder 1,55. Wow. Ja. Ich werde es hier weiter versuchen, dieses Ding hier hochzuladen, ja, und das kleine Stück hier werde ich dann an den morgigen Beitrag, ja, weil ich habe schon wieder gut was im Petto, ja, es sitzt schon wieder gut was da, was ich dann hier weiter hochladen werde. Ja, YouTube, ja, definitiv auch in der Hand der dunklen Unwesen, ja, das ist ganz, ganz klar, ja, eindeutig. Und Melinelli und die Blue Avians scheinen hier gerade nicht zugange zu sein, sonst würde es ja funktionieren, ja. Und diese Netzanomalien wären ja dann nicht da. So, wieder 54, ja. Es ist ein heiles Durcheinander, ja, das absolute Chaos.
53, wieder 54, ja, so. Naja, ich wünsche euch dann mal eine geruhsame Nacht, die ich hier auch haben werde. Ja, ich bin ja vollkommen in meiner Ruhe. Aber ich musste euch das unbedingt zeigen, ja, damit ihr das seht, ja, selbst seht, was hier los ist. Oh, Moment, wo ist er jetzt vorne? Wo sind wir denn? Da. Vorne ist er auf 13%, ja. So, und dann werden wir doch mal sehen, wie das Schauspiel hier weiterläuft, ja. Ein bedingungslose Liebe, allen Segen, ja. Bis später, meine lieben Vögelchen. Ciao. Oh, verzeiht mir hier den falschen Knopf erwischt. So, dann zoomen wir hier das noch raus. Ja. Tschüssikowski. Ja, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit diesen Netzkomplikationen und Anomalien, wie ich es am Montagmorgen, ja, dann wohl dann schon, ja, hatte. Es war aber witzig, was da ablief. Also wirklich richtig wunderschön, ja. Ja, also diese dunklen Unwesen, ja. Ja, sie wissen wohl, dass es für sie nun langsam zu Ende geht. Ja? Und wo wir gerade bei diesem dunklen Unwesen sind, ja, die Tracks sind hier alle unterschiedlich laut, aber das ist auch eine normale Sache. Ja, kommt immer darauf an, welches Studio und was weiß ich, welche Records da dahinter stehen und das aufgenommen haben, ja, in welcher Lautstärke und wie der Sound und die Equalizer und der ganze Kram eingestellt ist. Ja, wo wir gerade bei den dunklen Unwesen sind, ich habe gestern Abend mal wieder, ja, wie soll man das nennen? Eine Kommunikation mit den Gegangenen aus meiner Familie gehabt. Da sind schon einige, die gegangen sind, ja, die wieder in der jenseitigen Welt sozusagen sind, ja, wieder die Seele sind, ja, nur noch Seele in dem Sinne, ja. Ja, da ist mein Großvater, meine Großmutter und mein Vater, Großmutter und Großvater väterlicherseits, ja. Und natürlich die Großmutter mütterlicherseits, die aber da gestern nicht dabei war. Ja? Die anderen drei sind schon längere Zeit in der jenseitigen Welt, ja, auf der anderen Seite sozusagen, ja? Und sind auch immer noch Seele. Und es ging um die Urquelle. Ja? Man muss dazu sagen, dass in der jenseitigen Welt die dunklen Unwesen auch ihr Unwesen treiben. Ja? Es sieht wohl so aus, als würden sie die Seelen nicht mehr zur Urquelle lassen, ja? In dieses hell erleuchtende, alles umfassende, universelle, riesengroße Licht. Ja? Der Schöpfer, ja? Unsere Urquelle, aus der wir stammen. Ja? Die haben den wohl da eingeredet und eingebläut, sie sollten nicht in dieses Licht gehen, sie würden nie wieder zurückkehren. Ja. Es wäre schlecht, dorthin zu gehen. Ja. Und ich habe festgestellt, dass dadurch die Seelen immer mehr und mehr dieses strahlende Licht verlieren, was sie einst von der Urquelle ja hatten. Weil die Urquelle ist ja dieses alles umfassende, ewige, strahlende Licht. Ja? Die sehen, wie soll man das sagen, nur noch schwarz-weiß durchsichtig aus. Da ist nichts mehr, was da so ausstrahlt. Ja? Und dann habe ich denen gesagt, wisst ihr eigentlich, dass ich immer, wenn ich inkarniert bin, ja, im Inkarnationszyklus war, zur Urquelle gegangen bin, ja. Egal ob die da zu mir sagten, geh da nicht hin und du kehrst nie wieder zurück und sonstigen Kram, ja. Weil sie können nichts machen. Ja. Wenn ich dorthin gehe, gehe ich dorthin, weil
die müssen sich von diesem Licht fernhalten. Sobald die diesem Licht so nahe kommen, dass das Licht die berührt, dann lösen diese dunklen Unwesen sich auf, weil die seelenlos sind. Die haben keine Seele. Ja, ist ganz klar. Die sind voller Neid, voller Gier, voller Machthunger, ja, Hass, Kälte. All das, was die uns hier einbläuen, ja, was die versuchen, in uns hinein zu manipulieren, ja, und jegliche Energien dort hineinsetzen. Ja, das versuchen die natürlich auch auf der anderen Seite, ja, in der jenseitigen Welt zu tun und haben dort leider Gottes Erfolg. Ja. Es ist so weit, dass die Seelen des Vaters, ja, ihr wisst, ich sage da auch Vater dazu, nicht mehr in die Urquelle gehen, ja, um sich dort zu klären, sich aufzutanken bei ihm, ja, was ich immer gemacht habe, immer. Ja. Der erste Weg, wenn ich inkarniert bin, beziehungsweise in dem Zyklus war, ihr wisst schon, der erste Weg war immer zu ihm. Ich bin mitten hineingegangen in dieses Licht, habe dort alles abgeliefert, was ich hier an Erfahrung sammeln konnte und an Entwicklung gemacht habe. Und dann hat er mich mit einer neuen Aufgabe wieder zurückgeschickt. Und in dieser Kommunikation gestern Abend kam dabei auch heraus, dass diese Seelen Angst davor haben, in dieses Licht zu gehen. So weit ist es schon gekommen. Ja. Dass diese dunklen Unwesen, ja, ihr Spiel schon so weit getrieben haben, dass die Seelen des Schöpfers, ja, seine eigene Schöpfung, ja, seine Kinder im Endeffekt, nicht mehr zu ihm gehen, weil sie Angst vor diesem hellen, alles umstrahlenden, riesigen, perfekten Licht haben. Also, da war ich ja auch mal wieder baff. Das muss ich auch mal so sagen, ja, da war ich echt baff. Hammerhart. Meine Großmutter, ja, Elfriede. Ihr wisst, als ich im Hof saß, ja, alleine grillen im Hof, ja, Beitrag, alleine grillen im Hof. Der 1. April habe ich ihren Geburtstag gefeiert, ja. Und Elfriede ist von meiner Familie, ja, die Großmutter, diejenige, die wohl noch am meisten Liebe und Mut in sich hat. Und ich habe ihr gestern den Weg in dieses Licht geebnet. Und so wie es aussieht, ist sie hineingegangen. Ja. Die anderen beiden nicht. Ja, die sind immer noch, oh, Hilfe, wir kommen ja nie wieder zurück, haben die gesagt. So, dann wollen wir doch mal sehen, wie das da weitergeht. Ja. Also das ist auch der Hammer. Ja. Das wollte ich euch eigentlich schon lange mal sagen, ja, dass ich immer in die Urquelle zurückkehre. Ja. Wenn ich hier irgendwas gemacht habe, ja, in einer Inkarnation, ja, in diesem Super-Hologramm und dann wieder mit einer Aufgabe hierher zurückgekommen bin. Immer wieder hierher. Ja. Weil die Erde ja, ist ein wunderbares Ding, ja, aus der Schöpfung, ja, ganz klarer Fall, unsere Heimat. Ja. So möchte ich das sagen, und weil es ist so, es ist unsere Heimat. Ja. Also, ich bin schon immer hier gewesen, ja, und werde immer hier sein. Und jetzt erst recht, ja, weil ich ja in der Unsterblichkeit bin, ja, im ewigen Leben. Ja. Ja. 100 Pro. Ja. Und dadurch, dass ich immer wieder in diese Urquelle, ja, zum Vater zurückkehre, bin ich unmittelbar mit ihm in Verbindung. Ja. Nähe kennt keine Entfernung. Ja. Entfernung gibt es nicht. Klarer Fall. Sollte man sich vielleicht auch mal wieder so durch sein Gehirn gehen lassen und das dann mal in sein Herzchakra führen. Ja. Die Seele wird das definitiv bejahen. Ja, das wollte ich euch auch noch mal eben sagen. Mit dieser Urquelle. Ja. Und die weiß natürlich alles. Ja. Und deswegen wissen auch unsere Seelen alles. Ja. Weil er uns ja alles mitgegeben hat. Ja.
wir uns aber auf dieses Spiel der dunklen Unwesen eingelassen haben. Ja. Obwohl wir es eigentlich besser hätten wissen sollen. Ja. So, meine Lieben. Ich habe mir vor kurzem ein kleines Büchlein gekauft, das da heißt Die Kraft der Segnung von Jean Ruland. Ja? Und da es ja uns um bedingungslose Liebe und allen Segen geht, werden wir ab heute mal beginnen, immer mal wieder ein wenig aus diesem Buch zu lesen und dann auch die Übungen, die dort drin stehen, zu machen. Ja? So, und da fangen wir heute mal mit einer an. Sehr schön. Der Track ist genau an der Stelle zu Ende, wo ich hier anfangen möchte. Ja, mehr muss man nicht sagen dazu. Jean Ruland, hier mal, damit ihr es seht, ja, die Kraft der Segnung. Und ich bin gerade hier, brauche etwas Licht, damit ich das sehe. Also ich bin hier schon mitten in den Übungen drin. Und hier ist eine Übung, die ich euch ans Herz, ja, an die Seele legen möchte. Und hört mir doch einfach mal zu. Ich lese vor. Ja. Wenn Sie unzufrieden mit einer Person sind, nehmen Sie sich jetzt 5 Minuten Zeit. Schalten Sie Ihr Handy aus. Begeben Sie sich an einen Ort, an dem Sie für ein paar Minuten Ruhe finden. Atmen Sie tief ein und aus und fühlen Sie, wie Sie mit jedem Atemzug mehr und mehr zu sich selbst kommen. Atmen Sie verbrauchte Energie aus und frische Energie ein. Nun visualisieren Sie die Situation, in der Sie sich gerade befinden, oder den Menschen, mit dem Sie in Unfrieden sind. Sagen Sie zu sich selbst: Friede sei mit dir. Segen fließt in diese Situation. Sie werden sofort eine Veränderung in der Energie fühlen. Wiederholen Sie diese Sätze mehrmals. Ihre Gefühle beruhigen sich, Frieden kehrt ein. Ihr Gehirn verknüpft in diesem Augenblick die ärgerliche Situation mit dieser speziellen Energie, die mit friedlichen Gefühlen verbunden ist. Diese kurzen Sätze sind bereits milliardenfach in der ganzen Welt gesprochen worden und im morphogenetischen Feld gespeichert. Sie klinken sich in ein friedvolles, heiteres Resonanzmuster ein und können diese Wirkung augenblicklich weitergeben. Erlauben Sie der unbegrenzten positiven Kraft der Schöpfung für Sie zu wirken und erwarten Sie Wunder. Vielleicht steigt ein vollkommenes Bild der Situation auf. Halten Sie dieses Bild einen Moment lang fest. Probieren Sie es aus. Die Kraft der Segnung, Jean Ruland. Ja, wunderschön. Meine Lieben, das soll heute der Abschluss gewesen sein von diesem Beitrag. Ja, probiert diese Übung aus. Ich habe es euch vorgelesen. Ach, ist wunderschön.
Wer will, kann sich ja auch dieses Buch bestellen. Ich habe es mir bei Amazon bestellt. Und in diesem Buch, ja, geht es auch wieder um das Miteinander, ja. Um die bedingungslose Liebe und den Segen. Und den dann natürlich für alle Menschen. Ja. Für alle. Egal wer es ist. Ja, ganz klar. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, macht's gut. Wir sehen uns natürlich wieder, wir hören uns natürlich wieder. Ja. Ich kümmere mich dann jetzt hier um den neuen Beitrag und ihr werdet wahrscheinlich noch schlafen. Ja, also, bis zum nächsten Moment im Hier und Jetzt, ja, in Harmonie bleiben, meine Lieben, ja. Und bis später und tschüss.